Liebe Linke, liebe Neulinke, liebe Grüne, Grünlinke, Linksgrüne, Progressive oder wie auch immer. Ihr habt recht, in der Ukraine herrscht Krieg, egal wie die Russen das auch zu umschreiben versuchen. Es ist ein Krieg. Seit 2014, seit dem Putsch auf dem Maidan, werden dort massenhaft Menschen umgebracht. 14.000 allein in den abtrünnigen Republiken im Osten der Ukraine und das bevor die Russen dort eingegriffen haben. Davon wusstet ihr vermutlich nichts. Die wenigsten wissen davon, weil es die wenigsten interessiert. Die Ukraine ist euch doch im Grunde genommen völlig egal, solange nur der Russe nicht gewinnt. Und um das sicherzustellen, seid ihr bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen bereit. Ihr seid bereit, das mit anderer Leute Geld zu finanzieren. Ihr seid bereit, hier die Arbeitsplätze dafür zu opfern. Notfalls seid ihr sogar bereit, dass die Menschen in ihren kalten, dunklen Wohnungen dafür frieren. Die gesamte Wirtschaft seid ihr zu riskieren bereit, wenn, ja wenn nur bloß der böse Russe nicht gewinnt. Die Konsequenzen dieses Treibens scheinen euch überhaupt nicht bewusst zu sein. Vielleicht glaubt ihr ja tatsächlich, euch und euren Lebensstil würde es nicht betreffen, wenn ihr den Wohlstand opfert, den ihr aus ideologischen Gründen ohnehin ablehnt, bei anderen. Und von dem ihr gar nicht wisst, was es bedeutet, für ihn zu arbeiten. Die gewöhnlichen Alltagsnöte sind euch zumeist doch vollkommen fremd. Pleite, Hunger, Kalt, das kennt ihr gar nicht. All die elementaren Dinge des Lebens sind für euch immer schon ganz selbstverständlich gewesen. Vielleicht lässt sich der drohende wirtschaftliche Niedergang ja verhindern, wenn man ihn für euch in eine Sprache übersetzt, die ihr auch versteht. Deutsch-Grün, Grün-Deutsch. Damit ihr euren Kurs korrigieren könnt, solange das überhaupt noch möglich ist. Wenn uns die Energie aus Russland fehlt, liebe Linke, Neulinke, Grüne, Grünlinke, Linksgrüne und Progressive, dann werden wir hier einen gewaltigen Umbruch erleben. Überfluss und Laissez-faire wären vorbei, auch für euch. 20 Semester Kunstgeschichte an der FU Berlin, das könntet ihr vergessen. Kunsthistoriker wären dann ohnehin noch unnützer, als sie es heute schon sind. Das staatliche Füllhorn, gespeist aus Steuergeld und Ideologie, es würde zu einem Rinnsal. Übrigens auch für die Gender Studies. 250 solcher Lehrstühle, das war bisher nur möglich, weil dieser Staat die arbeitende Bevölkerung besteuert. In einem Land mit Energie- und Produktionsmangel gäbe es dafür wohl kaum noch Ressourcen. Gendergelehrte tragen nicht zum wirtschaftlichen Geschehen bei. Wenn erst einmal echte Not einkehrt, dann werden die schlicht nicht mehr gebraucht. Ähnlich verhält es sich mit Themen wie Frauenförderung und Diversität. Das sind reine Luxusprobleme. Eine solch abenteuerliche Politik würde umgehend all ihre Schwächen offenbaren, sobald der Mantel des allgemeinen Überflusses nicht mehr darüber hinwegtäuscht. Wenn man einen ideologischen Irrweg nicht mehr unter Geld begraben kann, dann tritt er als Ineffizienz offen zutage und wird immer unhaltbarer. Was geschehe wohl mit den Frauenhäusern? Für die ist heute schon kein Geld da. In Zeiten der Not würden sich Bedarf und Finanzlage aber noch einmal deutlich verschärfen. Für einen Staat in wirtschaftlicher Schieflage allerdings sind Frauenhäuser in erster Linie eine Belastung. Genau dort würde der Rotstift angesetzt. Nicht aus frauenfeindlichen Motiven, sondern weil es gar nicht anders ginge. Mit der ungehemmten Aufnahme von Migranten wäre es ebenfalls vorbei. Zum einen würde Deutschland ohnehin unattraktiv werden, zum anderen könnten wir uns das auch gar nicht mehr leisten. Die sprudelnden Steuerquellen versiegt. Auch Flüchtlinge, die wirklich unsere Hilfe benötigen, könnten wir dann nicht mehr aufnehmen. Der Staat wäre ganz einfach unfähig, wie bisher hier und da ein paar Milliarden bereitzustellen. Er müsste sich zunächst einmal selbst erhalten und das eben nicht nur auf Kosten von Menschen und Dingen, die ihr nicht mögt, liebe Linke, Neulinke, Grüne, Grünlinke, Linksgrüne und Progressive, nein, auch auf Kosten von allem, was euch so lieb und teuer ist. All eure Vorstellungen von einer besseren Welt hängen direkt von Überfluss und Wohlstand ab. So wie ihr selber auch. Nicht ihr seid in der Lage, eine prosperierende Gesellschaft hervorzubringen. Die prosperierende Gesellschaft bringt euch hervor. Ihr gedeiht im Überfluss und mit diesem Überfluss geht ihr auch wieder unter. Wenn ich euch also um einen kurzen Moment der Klarheit bitte, dann appelliere ich auch an euren Selbsterhaltungstrieb. Später könnt ihr euch ja gerne wieder in euer Wolkenkuckucksheim zurückziehen und uns von dort aus alle belehren. Gar kein Problem. Eines aber müsst ihr bitte zuvor verinnerlichen. Das Embargo von russischer Energie führt uns in die wirtschaftliche Armut. Nicht die Russen. Uns. Mit dieser Armut werdet dann auch ihr obsolet, mitsamt euren Fantasien und Moralvorstellungen. All eure Ziele lassen sich nur auf Basis von Wohlstand denken und eventuell irgendwann verwirklichen. Nicht heute, nicht morgen und übrigens auch nicht durch euch.
Euch kommt dabei lediglich die Rolle des Quälgeistes zu. Die Welt verbessern, das können nur die Menschen, die den dafür notwendigen Wohlstand erarbeiten. Und das auch nur dann, wenn ihr diesen Wohlstand zuvor nicht vernichtet.